Die wohl geilsten Burgerbrötchen aller Zeiten. Nach dem Rezept von Jörn Fischer. Willkommen bei Smoking Beast Barbecue. Die Zutaten sind wie immer recht überschaubar. 330 Gramm Mehl, Typ 550er, aufgeteilt in 150 und 180 Gramm, 40 Gramm Butter, 180 Gramm Milch, mindestens 3,5% Fett, 5 Gramm Salz, ein halber Würfel Hefe, 15 Gramm Zucker, ein verquirltes Ei und eine Küchenmaschine. Ich bin ja schließlich faul. Die genauen Mengenangaben sind wie immer unten in der Infobox. Ich beginne, indem ich die Milch und die Butter erstmal auf 37 Grad erwärme. Wenn ihr keinen Thermomix zu Hause habt, dann einfach lauwarm, so in etwa die Körpertemperatur, sonst geht die Hefe später kaputt. Wenn die Butter dann so schön zerlaufen ist wie hier, gebe ich die Hefe dazu und den Zucker und verrühre das Ganze, bis die Hefe sich aufgelöst hat. Wenn das geschehen ist, lasse ich das Ganze noch ein bisschen stehen, bis die Hefe ihre Arbeit aufgenommen hat. Das erkennt man daran, dass ein schöner Schaum sich gebildet hat. Jetzt gebe ich den ersten Teil, und zwar die 150 Gramm Mehl dazu und fange an, das Ganze zu verrühren. Das Ganze muss 10 Minuten geknetet werden, das ist ganz schön lange, aber es ist die Sache wert. Während des Knetvorgangs gebe ich nach und nach die 180 Gramm Mehl und das Salz dazu. Und noch ein Dreiviertel von dem verquirlten Ei. Nach 10 Minuten ist der Teig dann fertig und kann portioniert werden. Damit die Buns später etwa gleichmäßig groß werden, nehme ich meine Küchenwaage als Unterstützung und portioniere mir meine Rohlinge mit Hilfe eines Messers. Jetzt geht's ans Schleifen. Zum Schleifen drücke ich mir meine Teigkugeln ein wenig flach und schlage die Außenseiten nach innen. Dabei erhöhe ich die Oberflächenspannung des Buns und es kann später super schön aufgehen. Um jetzt eine gleichmäßige Teigkugel zu bekommen, rolle ich das Ganze noch in der hohlen Hand. Die Teigrohlinge dürfen jetzt noch an einem warmen Ort 40 bis 60 Minuten gehen und tada, schaut, wie schön sie aufgegangen sind. Die Buns jetzt noch mit dem restlichen verquirlten Ei bestreichen und dann ab in den Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze. Nach 10 bis 15 Minuten sind eure Buns dann endlich fertig. Ich kann euch jetzt nur viel Spaß beim Nachmachen wünschen. Wenn ihr Spaß an meinem Video hattet und es euch gefallen hat, würde ich mich über ein nettes Kommentar und einen Daumen hoch freuen. Falls ihr noch keine Abonnenten meines Kanals seid, könnt ihr das natürlich kostenlos tun. Ich würde mich freuen. Bis dann. Ciao, euer Bernd.